Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen bei Tarot bei Merlin. Mein Name ist Dirk. Ja, ich heiße euch ganz herzlich willkommen und ich möchte, bevor ich jetzt hier durchstarte, euch ganz herzlich bedanken für die vielen Kommentare, für die Likes und vor allen Dingen auch für die Abos. Das finde ich richtig, richtig klasse. Ja, und mit den Abos helft ihr mir auch wirklich ganz, ganz doll. Ist auch ein schöner Ausgleich, wenn ich mit den Kartenlegungen dir Ratschläge geben kann, euch helfen kann, dass ihr mir dann auch was zurückgebt. Und das könnt ihr wirklich in Form eines Abos machen, eines Likes oder auch ein nettes Kommentar. Auch an diejenigen, die sich da wirklich die Zeit nehmen, mir einen Kommentar zu schicken, ein Feedback zu schicken. Das finde ich, wie gesagt, richtig, richtig klasse. Ich danke euch dafür. Macht bitte weiter so. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Ja, ihr Lieben, ich nehme euch gleich mit zu euren allgemeinen Readings. Die Readings sind für den 27. März bis zum 5. Vom 27. Februar bis zum 5. März 2023. Ja, und ihr wisst das bei Allgemeinlegungen, die sind fürs Kollektiv, die sind nicht für dich persönlich, weil ich dich persönlich gar nicht kenne. Das heißt, nimm es bitte auch manche Dinge mit der Pinzette, das sage ich dann auch immer jeweils zu den einzelnen Karten. Für alle, die mich schon kennen, wissen, wie ich die Karten deute, wie ich sie lege. Ja, und bevor wir das machen, geht es erstmal um die astrologischen Highlights für diese Woche. Und zwar haben wir schon ein Highlight für euch. Da geht es nämlich um die Liebe, weil die Venus und der Jupiter, die stehen im Zeichen des Widders. Ja, Widder als Feuerzeichen, das Ganze in die Liebe. Die Astrologen sprechen da halt schon von dem großen Liebesglück. Das muss man natürlich immer ein bisschen differenzierter betrachten, weil das wird auch nicht für alle eintreffen. Aber in der Konstellation der Planeten ist es dann tatsächlich so. Ja, der Mond ist nun zunehmend, das heißt Mittwoch ist er um 6.14 Uhr in den Widder eingetreten. Widder als Feuerzeichen hat die Fische verlassen und dort wird er dann bis Freitag bleiben und er wird dann in das Sternzeichen des Stieres wechseln. Ja, der Mond ist ja immer so der Tagesanzeiger für eure Energien und jetzt ist der Mond in einem Feuerzeichen, das heißt hier zeigt er euch ja eure Triebflüsse an. Es wird also jetzt schwerer verstärkt euch, schwerer fallen, Nein zu sagen. Nein zu sagen kann beispielsweise bei Süßigkeiten sein, als exemplarisches Beispiel. Das kann aber auch bei anderen Dingen sein, wo es wirklich schwerfällt, Nein zu sagen. Ja, das werdet ihr einige von euch, wenn das sicherlich in der Energie merken. Ja, das Ganze wird ebenfalls die Ego-Tendenzen etwas verstärken. Und ihr werdet auch merken, ihr habt wieder mehr Energie zur Verfügung, denn eine schöne Konstellation, der Mond wird sich am Mittwoch oder hat sich am Mittwoch um 10.25 Uhr ja, mit der Venus verbunden, kann man sagen. Und heute kurz vor Mitternacht, also Mittwoch, von Mittwoch auf Donnerstag, kommt der Jupiter noch mit dazu. Das heißt, wir kommen jetzt der Frühlingsenergie immer näher. Ja, und das ist natürlich eine schöne Sache, weil denn mit dem Sonneneintritt in den Widder beginnt quasi der Frühling. Ihr merkt das ja auch schon, dass die Abende wieder etwas heller werden. Ja, und hier geht es immer, das Richtige zu tun. Ja? Wie kann ich meine Gedanken so ausrichten, dass diese auch Ergebnisse bringen? Das wird so dieses große Thema aktuell für diese Woche sein. Ja, und Merkur steht ja noch im Wassermann, kommt aus dem Quadraten zum Uranus. Ja, und hier geht es um eure klaren Vorstellungen, ja? Um euch auch weiterzuentwickeln, Transformationen einzugehen und vor allen Dingen mal zu überlegen, was soll in euer Leben eintreten. Das ist halt ganz wichtig, denn wenn ich das nicht weiß, kann ich manche Dinge auch gar nicht umsetzen, so wie man das gerne möchte. Ja, Merkur, Trigon, Mars, Mars-Energie. Viele Planeten stehen momentan nicht mal im 150-Grad-Winkel zueinander. Hier würde ich euch aber beim nächsten Mal wieder mehr dazu berichten. Ja, ich habe euch heute mal die Sonne exemplarisch mitgebracht, die für euch scheint, die euch Kraft spenden soll. Ist natürlich nicht die echte Sonne, da hätte ich mich, glaube ich, schon verbrannt. Ihr Lieben, ich glaube, ich habe genug gequatscht. Ich nehme euch jetzt mit zu euren allgemeinen Readings. Ja, und ich hoffe wie immer, dass ihr hier die ein oder anderen Ratschläge mitgeben könnt. Und da wünsche ich euch wie immer viel, viel Spaß dabei, viel Vergnügen. Packt euch vielleicht ein Heißgetränk dazu oder irgendwas, was euch gefällt. Macht es euch gemütlich und wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr meine Arbeit hier unterstützen möchtet und möchtet im Vorfeld Dankeschön sagen für die Arbeit, die ich hier mache. Dann würde ich mich natürlich über ein Abo von euch freuen, über ein Like und
Ja, was ich vielleicht an der Stelle auch noch sagen möchte, der Trixi, ich danke auch alle diejenigen, die an Trixi gedacht haben. Für alle, die sie noch nicht kennen, Trixi ist meine kleine Hasendame. Da werde ich demnächst einfach mal Fotos hier auf den Kanal schicken, dass ihr auch wisst, von wem süßen Geschöpf ich da rede. Wir haben morgen wieder einen Termin in der Tierklinik. Das heißt, ich nehme diese Videos hier mal schon etwas früher auf, weil ich das sonst einfach gar nicht mehr schaffe. Ihr geht es noch nicht so optimal. Es würde auch eine höhere oder eine größere OP anstehen, wenn das jetzt nicht fruchtet mit den Medikamenten. Ja, da muss man wirklich gucken. Das ist eine sehr, sehr teure OP. Und dann ist natürlich immer die Frage, was macht man, wie kriege ich das einfach alles hin? Da muss ich einfach nochmal gucken. Aber ich halte euch da auch gerne auf den Laufenden. Aber jetzt genug geredet. Ich nehme euch jetzt mit zu euren Legungen. Und wie immer wünsche ich euch viel Freude damit. Bis gleich. Hallo ihr lieben Widder, ich grüße euch ganz herzlich zu eurem allgemeinen Reading. Beachte bitte, dass Karten keine Macht über dein Leben haben und mach die Legung bitte nur zu deiner Legung, wenn du damit auch in Resonanz gehst. Ansonsten schau dir gerne nochmal in dein Mondzeichen, Venuszeichen oder Aszendenten vorbei. Wie du das Ganze errechnen kannst, habe ich dir in die Infobox verlinkt. Liebes Universum, gib mir bitte eindeutige und klare Botschaften für mein Kollektiv, der Widder. Was ist jetzt für meine Widder richtig und wichtig und welche Botschaften darf ich weitergeben? Liebes Universum, gib mir bitte nur eindeutige und klare Botschaften für mein Kollektiv, der Widder. Ja, ihr Lieben, wir starten. Ich lege dir ja dann Legung mit dem Golden Universal Tarot. Und wir wollen mal schauen, was die Karten dann für Ratschläge bereithalten. Südele, morgen noch mal schauen, welche Energien sich dann hier so bei dir verstecken. Ihr lieben Widder. Wow, Gefährte. Okay. Ja, meine Lieblingskönigin, die Königin der Stäbe. Die Königin der Stäbe. Eine wunderschöne Energiekarte. Du hast quasi hier schon mal mit dem Element Feuer zu tun, Schütze, Löwe oder Widder. Ich würde aber sagen, das ist deine eigene Energie. Personenkarten sind geschlechterneutral zu sehen. Das heißt, wenn du eine Frau bist, kann das auch für einen Mann stehen. Ja, ja, das ist eine Person mit sehr hohem Einfühlungsvermögen, steht mit beiden Beinen im Leben, ist eine wunderschöne Frau, Mann. Kreativität, Willensstärke, Loyalität. Sie hat auch Ideen, sie ist aber manchmal auch sehr aufbrausend und auch sehr willensstark. Ein wundervoller Mensch, eine wundervolle Königin kann man sagen. Ja, man hat Respekt vor ihr, vor ihm. Sie ist aber trotzdem auch sehr einfühlsam, die Person. Und wir haben hier auch die schwarze Katze. Die Katzen sind ja mal so früher in Verbindung mit Hexen, mit Zauberei. Ja, und man kann auch sagen, sie steht für alles Übersinnliche. Sie kann dich quasi verzaubern. Ja, das ist auch die einzige Königin, die sehr breitbeinig gezeichnet ist, in der Frontalen. Das hat natürlich immer was zu tun mit Erotik, Sinnlichkeit. Ja, mit Kraft, sich auf das Wesentliche konzentrieren, kann man hier schon sagen. Auch die Message, dein Leben in die eigene Hand zu nehmen. Ja, ja und du machst dich auf. Du hast die Karte der Wagen. Der Wagen, eine Karte aus der großen Arkana, die Nummer 7, dem Krebs zugeordnet. Hier geht es los. Ja, du kannst starten, wir starten. Es geht los, ist so die Message. Ne? Es ist der Umzugswagen im Tarot. Es geht wieder voran. Du hast das nötige Durchsetzungsvermögen und du startest quasi ja, mit all deinen hellen und dunklen Seiten. Bedeutet, mit allen Ecken und Kanten machst du dich auf die Reise. Ja, für seine eigenen Vorstellungen kämpfen. Möglicherweise auch die Komfortzone verlassen. Da ist natürlich immer so die Frage, die beiden Spinnixe, die den Wagen ziehen, sehen ja jetzt erstmal sehr müde aus, die sind ja nicht so im Galopp. Da ist immer so die Frage, wo möchtest du hin, welchen Weg möchtest du dann einschlagen? Kann auch sein, dass du jemand besuchen möchtest, ist eine ergänzende Karte für das Sternzeichen Krebs, habe ich aber glaube ich schon gesagt. Ja, wir haben dann noch den König der Kelche. Der König der Kelche, ganz andere Karte als die Königin der Stäbe, denn hier hast du es mit jemandem zu tun, das könnte, ja dieser Partner kann ein Volltreffer für dich sein, weil... Die Message ist hier, du sollst deine Gefühle wieder, oder ich sag mal andersrum, die Mauer zwischen deinem Herzen für deine Gefühle sollst du einreißen. Denn hier ist es so, du sollst Gefühle zulassen, du sollst dich wieder ja, Emotionen hingeben,
auch mit der Angst, verletzt zu werden. Weil nur so kannst du in diese wahre Liebe eintauchen. Und das hast du, ja, ich sage nicht verlernt, du hast das wahrscheinlich bewusst gemacht, weil es in deinem Leben hier Verletzungen gegeben hat, ja? Und du bist aber schon in die Heilung gegangen. Wir haben hier 6 der Schwerter. Ja, man kann sagen, du hast Dinge gut durchdacht. Dein Motto war, Herz ist Herz, Kopf ist Kopf. Du musst wieder die Verbindung zu deinem Herzen finden. Und du hast dich quasi aufgemacht, einen Aufbruch vorgenommen, einen Richtungswechsel in ein anderes Leben, kann man sagen. Zumindest ein Leben, wo du eine Veränderung haben möchtest. Und der Weg wird auch jetzt leichter werden. Ja, man kann auch sagen, du bist unterwegs in eine glückliche Zukunft. Das ist schon mal sehr, sehr positiv. Aber du hast das Ziel noch nicht ganz geschafft, weil du bist halt immer noch recht vor Kopf. Du blockierst dich hier. Und man sieht ja, hier ist einmal der Mond. Es ist hier auch wieder Wasser im Hintergrund. Und bei 2 der Schwerter geht es halt immer, dass du sehr verkopft an Sachen herangehst. Du hast eine Blockade, dadurch hast du Entscheidungsschwächen. Du zweifelst auch an dir selber. Man kann auch sagen, wenn du was entscheiden musst, dann hast du immer momentan das Gefühl, du sitzt zwischen 2 Stühlen. Hier sei dir gesagt, dein inneres Gefühl weiß mehr, als du denkst. Höre auf dein inneres Gefühl und schau nicht nur auf äußere Erscheinungen und lass dich damit ablenken. Die bringen dich dann möglicherweise auf einen falschen Weg. Kann auch in der Liebe dafür stehen, dass 2 Partner in der Liebe mit bei sind, wo du dich auch nicht entscheiden kannst. Aber hier, hör auf dein inneres Gefühl, du wirst da auch eine Lösung finden. Ja, 10 der Stäbe. 10 der Stäbe steht immer für, du hast verdammt viel gerade zu tun. Das Gefühl, was du so hast, dass du auch kurz vor der Überlastung stehst. Und hier ist es einfach so, du hast, der sieht ja den Weg gar nicht mehr, weil er ganz schwer zu tragen hat. Manchmal sieht man auch, kann man sagen, du hast ein Brett vom Kopf und siehst nicht mehr, was du aktuell gut machen kannst. Da musst du wieder ja, in die Freiheit kommen, du musst dich mehr frei machen, dass du auch wieder mehr an dich denkst. Ne? Du kannst es hier mit einem Schützenlöwen oder Widder zu tun haben. Stabenergie, eine sehr schnelle Energie, da musst du nochmal schauen. Und du hast ja auch schon das Ziel vor Augen, weil du siehst ja, hier willst du hin. Das ist quasi dein sicheres Zuhause und hier musst du einfach mal schauen, wie du dann wieder in diese Sicherheit kommst, weil momentan bist du sehr, ja, du kommst von etwas nicht los. Du fühlst dich sehr blockiert, du bist in einer Situation gefangen, kann man sagen. Und hier gibt es so einen Rinnsal, das ist als Wasser abgebildet. Wasser steht für Gefühle. Du hast momentan den Zugriff zu deinen Gefühlen verloren. Und du sollst einfach nur den gefühlsvollen Weg gehen, dann wirst du auch die Erkenntnis erlangen, wie du dich von dieser Verbindung lösen kannst. Ja, hör mir auf deinen Bauch und dein Herz. Ja, da musst du drauf hören. Und du hast die Karte die Welt. Die Welt, auch eine wunderschöne Karte aus der großen Arkana. Die Welt ist die letzte Karte, ist die Karte 21. Und hier geht es tatsächlich darum, dass ein alter Zyklus geht zu Ende. Ja? Vielleicht musstest du auch das erleben, was du erlebt hast. Du hast auch schon viel erreicht und es kommen Dinge wieder in dein Leben, in deine Energie. So auch eine Beflügelungskarte. Ja? Du wirst auch bald jemanden kennenlernen. Kann auch für deinen Traumpartner stehen. Es wird definitiv eine neue positive Änderung hier zu dir kommen. Das kann auch immer für ein Kind stehen. Das wäre auch eine mögliche Änderung, eine neue Änderung. Ja? Also eine wunderschöne Karte. Da sei mal gespannt. Man kann sagen, du bist jetzt zu Hause angekommen. Die Suche, die du immer hattest, ist vorbei. Ab jetzt wird gefunden. Ja? Ist auch immer so das Yin-Yang-Prinzip, eine runde Sache. Du siehst auch hier den Lorbeerkranz. Also eine sehr, sehr schöne Energie. Ja, und wir haben hier noch die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, auch eine Karte aus der großen Arkana, die Karte 11, Sternzeichen Waage zugeordnet. Ja, hier ist definitiv die Botschaft, dein Urteilsvermögen ist hier mehr als je gefragt. Ja? Bilde dir deine eigene Meinung in einem Problem und mach aus der Liebe keinen Krimi, auch nicht deinen persönlichen Krimi. Denn Justitia hat die Waage in der linken Hand, sie misst mit Herzen. Hat aber in der rechten Hand das scharfe Schwert. Und das scharfe Schwert steht immer dafür, um Zöpfe abzuschneiden, alte Gewohnheiten, alte Muster, die du hier hinter dir lassen sollst. Ja, ja, und dann haben wir wieder die klassische 5 der Kelche. 5 der Kelche, Kelchenergie steht ja immer für Gefühle. Hier geht es immer um einen Neuanfang, um eine Niederlage, möglichen Verlust. Oder auch, dass du über, dann gegenüber ja, über eine Situation sehr enttäuscht bist in seinem Leben.
Du schaust momentan nur auf die umgefallenen Kelche, hast aber hier noch zwei Kelche, die hier stehen. Und manchmal muss man sich einfach auch bewusst werden, im Leben gibt es immer mehr als eine Option, die man hat. Und das musst du noch erkennen. Und das ist momentan noch dein Problem, ihr lieben Widder. Weil Schwerter stehen immer für unsere Gedanken. Ja, und sieben der Schwerter, du siehst das ja schon, hier ist jemand heimlich. Hier hat das immer was mit zu tun mit, ja, sich jemand Falschheit, Betrug, Hinterlistigkeit. Also jemand ist hier nicht ehrlich zu dir. Kann auch sein, dass sich jemand aus dem Weg geht, sich auch davonschleichen will oder aber sich auch falsche Versprechen gemacht hat. Das könnte ein Zwilling, ein Wassermann oder eine Waage sein. Und Gedanken sind ja immer so als Schwert gemalt, das ist Luftenergie. Und hier soll man wirklich mal überlegen, ob diese Gedanken dich auf einen falschen Weg bringen, weil das ein gewisses Muster ist, was dich immer triggert und du automatisch bei gewissen Punkten dieses Muster abspielst. Und da musst du eine Unterbrechung reinbekommen, weil sonst bist du halt immer wieder, na, es passiert was, zack, der Trigger geht an und schon gehst du diesen Weg wieder. Die wollten raus, die beiden Karten. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier einmal die Königin der Schwerter. Königin der Schwerter, eine ganz andere Energie, als was wir gerade hatten. Denn die Königin der Schwerter ist jemand, ja, mit Verstand oder ja, mit dem Verstand von Unsicherheit, Verwirrtheit und Abhängigkeiten sollst du dich befreien. Du musst hier Entscheidungen treffen. Um diese Entscheidung vernünftig treffen zu können, musst du einen kühlen Kopf bewahren. Das wirst du aber auch schaffen, denn die Königin der Schwerter, die hat ihren Stolz, ihren Mut, auch die Stärke, die Zuversicht und vor allen Dingen ist das eine unabhängige Person. Eine sehr kluge Frau, sehr zukunftsorientiert. Und du kannst dich hier hundertprozentig drauf verlassen. Könnte ein Zwilling, Waage oder Wassermann sein. Ja? Ja, und es wird alles gut. Du hast hier nämlich 10 der Münzen. 10 der Münzen ist eine sehr, sehr stabile Karte. Das ist auch die höchste Trumpfkarte bei den Münzen. Und hier kommt alles wieder in Stabilität, auch in Sicherheit. Ist auch eine sehr schöne Familienkarte. Man kann eigentlich sagen, das, was zu schaffen war, hast du geschafft. Ja? Wenn das als Frage steht, schaffe ich das, was ich jetzt gerade vorhabe? Ja, du wirst es schaffen, es ist auch schon greifbar, nur es dauert noch etwas. Ja, man kann auch sagen, du bist in der Zufriedenheit angekommen, es ist etwas in Erfüllung gegangen. Ja? Das Einzige, was du hier brauchst, ist Geduld. Und zum Abschluss würde ich euch ganz gerne nochmal von dem Merlin-Orakel auch eine Karte ziehen. Schauen wir mal eben, was das Merlin-Orakel für einen Tipp für euch hat, ihr lieben Widder. Ja, das ist die Quelle der ewigen Jugend. Reinigung, Aufladung. Du hast es verdient, vom Wasser des ewigen Lebens zu trinken, das dich jetzt für immer durchströmen wird. Was bedeutet das? Ja, innere Reinigung. Es geht ja hier, dass deine Gedanken, deine Gefühlswelt momentan etwas auf dem Kopf steht. Du hast aber die Welt und die 10 der Münzen. Und hier geht es einfach darum, dass du in dein Inneres Klarheit schaffen sollst. Und das wirst du hier auch erlangen, ja, ihr Lieben. Ich hoffe, die Legung hat euch gefallen. Wenn ihr mir als Dankeschön ein Like da lassen wollt, freue ich mich da sehr drüber. Auch über ein Abo, das wäre mir, ja, würde mir sehr, sehr helfen, würde mich auch sehr, sehr freuen. Ist immer ein schönes Dankeschön für diese Energiearbeit und über ein nettes Kommentar, das wisst ihr schon, freue ich mich immer wie so ein kleiner Junge. Ihr Lieben, ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute, bis bald. Ciao, ciao.